Guten Tag, Oliver Bayer spricht. Was? Wie wurscht mir das ist? Ich bin einer von 8 ziemlich besten Urlauberinnen und Urlaubern. All unsere Urlaubsgeschichten sind in vollem Gange. Geli Niedetzki versucht noch immer einen Action-Sporturlaub zu machen. Während Lilian Klebo eher die Entspannung sucht, aber selten findet. Wichtig, immer positiv bleiben. Gary Seidel gibt nicht auf. Er will Gerald Fleischhacker zum Camper umerziehen. Vom Geruch alleine ist das Zelt schon zweimal gestorben. Christoph Krutzler hat auch noch nicht das Handtuch geworfen. Obwohl der Wellness-Detox-Urlaub natürlich Eva Marolds Idee gewesen ist. Freut mich. Und ich habe letzte Woche ein Weltwunder vollbracht. Günther Leiner ist tatsächlich Rad gefahren. Naja, hin und wieder zumindest. Fleischi, bitte. Bist du schon auf? Ja. In der Früh ist mir furchtbar gegangen, weil ich habe einfach nicht gut geschlafen. Es ist halb 6. Du hast herrlich geschlafen. Ich habe ein Video gemacht. Halb 6. Naja, aber ja, das muss ja genügen. Der Fleischi ist gelegen horizontal. Ich meine, wie sonst? Und das Seil gibt mir bis teuer. Ich habe eine leichte Schräglage gehabt. Du hast gefusselt mit mir in der Nacht. Ein bisschen. Ich probiere, wie man schlafen kann, ein bisschen. Also, er hat den bedeutend besseren Platz genommen. In einer Schmutzkübelkampagne, muss ich sagen. Du, ich schlaf links, gell? Wurscht. Der Vorteil beim Campen ist ja, dass man, wenn man sich duschen möchte und wenn man Zähne putzen möchte, hier 4 Kilometer gehen muss und 50 Cent braucht. 50 Cent zum Duschen, oder? Das haben wir nicht gehabt. 50 Cent. The man who showers. Ich finde, du übertreibst mit dem Film. Dann haben wir Geld schnorren müssen von anderen Menschen, damit wir uns duschen können. Du hast der 50er. Ich danke dir. Und deins ist auch geflogen. Und das war ein netter Kerl von den ehemaligen 48er, wie man in Wien sagt, ein Müllkübler. Kennst du den 48er Dandler? Ja, kenne ich. 48er Dandler kenne ich natürlich. Oft schon was gekauft dort. Na, wirklich? Der war total nett und hat auch quasi unsere Karriere unterstützen wollen. Wolltest du aber spülen dort? Ich spüle überall. Wirklich? Ja. Okay, gib's mal eine Nummer. Das ist schon, das musst du zugeben, ein Vorteil von einem Zimmer, dass du dort das Bad in relativer Reichweite hast meistens. Dieses auf eine Gemeinschaftsdusche gehen taugt dir wirklich? Ja, Gemeinschaft ist ja keiner da, ne? Ja. Und wie ist? Herrlich! Ist warm? Ja, ja. Nein, aber wir haben es dann genossen, also jeder mit seinen 50er. Glaube ich, kann man 4 Minuten, gefühlte 7 Minuten muss man aber dazu sein, kann man dort duschen. Morgen gönnen wir uns was, da duschen wir um 2 Euro. Sehr schön. Hast du das beim Duschen gefilmt? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, mit dem Wetter haben wir halt leider nicht so einen Klick gehabt. Yoga, das ist halt für mich kein Sport. Das ist Dehnen mit ein bisschen Kraftaufwand. Und der beste Side-Effekt davon ist, wenn man wirklich zu viert in einem Bett schläft und irgendwie krumm und so liegt mit Yoga, hast du keine Verspannungen mehr. Tatsache. Gut, ich meine, manche so Verrenkungen sind vielleicht gesund. Das kann ja sein. Das Schönste am Yoga ist das Gefühl danach, wenn du aufstehst und das Gefühl hast, dein ganzer Körper lebt wieder. Ziemlich bester Urlaub, ziemlich beste Neigungsgruppe, Fahrrad. Ja, wir hatten Anfangsschwierigkeiten, gebe ich zu, aber jetzt waren wir voll im Radmodus. Ich glaube, der hat sich richtig gefreut. Ja, war eh schön. Günther, stopp! Stopp! Wir fahren da oben. Was? Da, wir fahren da oben. Aber hey, was?
Da habe ich einen super Schwung gehabt, da fallen alle gerade aus. Ja, alle, wir aber nicht. Ich kenne mich da aus. Da. Schau, das ist ein Schleichweg. Geschleichte. Ja, pass auf, wir fahren da jetzt runter, wunderschön. Und hinten geht's dann eh wieder auf den Radlweg. Komm, komm, komm. Super, genau. Du hast Glück, du bist mit einem Lokal unterwegs. Ja, Pech. Da war's von dir gesehen. Hallo, ja, Eva Marold am Apparat. Ja, ich würde gern ein paar Aktivitäten reservieren oder bestellen. Für den Herrn Krutzler, Christoph Krutzler, einmal die Klangschalenmassage, bitte. Ja, ist überrascht. Das ist eine Überraschung. Ja. Nein, ja, so viel ich weiß, das hat er noch nie gemacht. Nein. Hörst du das? Hörgerät oder keins? Nein. Nein. Alles klar. Ah. Okay. Da muss ich eine finden. Oh, super, okay. So? Ja, genau. So, ich erkläre Ihnen ganz kurz den Ablauf. Aha. Von aufrichtig aufrecht. Und zwar machen wir als erstes eine Teilmassage. Dann bekommen Sie warme Klopfungen. Die Klopfungen sind dazu da, dass der Muskel erwärmt wird. Danach bekommen Sie Schröpfungen. Schröpfungen gehen in die tiefere Schicht vom Muskel, also löst es von innen nach außen. Und zum Schluss kommen die Klangschalen. Die sind dann für Geist, Körper und Seele. Morgenstund hat Gold im Mund, ich war top erholt. Fläche kann man nur beipflichten und das sind die besten Voraussetzungen für einen Tag wie diesen. Was machen wir heute eigentlich? Nix. Nix? Das ist das Schöne beim Campen. Oft ist man in einem Hotel, dann ist ein teures Hotel, dann sagt man, jetzt sind wir schon da, müssen wir uns was anschauen, müssen wir in den Wellnessbereich, dann gibt es aber auch einen Fitnessbereich, dort müssen wir auch hin. Das hast du alle, du bist völlig druckbefreit, verstehst du? Mhm. Du kannst entspannen und nichts machen. Kaffee könnte man machen. Kaffee war super. Willst du noch einen Kaffee? Ja. Gut, der Kaffee hätte eine Rettung sein können, weil das war elendiglich langweilig am Anfang. Der Kaffee ist fertig. Vielleicht sollte man den Filter vorher reingeben. Sonst wird es ein türkischer Kaffee. Spannendste wäre noch gewesen, wenn man die Zungen verbrannt hätte, ehrlich gesagt. Das ist gut, der Kaffee. Es war wirklich schön, aber auch schön langweilig. Na, heute spielt es sich ab am See. Mir ist fad. Dann schnitzt doch ein Herz in einen Apfel. Hab ich schon. Das ist für dich. Nein. Ja. Danke, das Bitte. Ist sehr lieb. Also normalerweise duscht man ja vor der Yoga-Praxis, damit die Asanas ihre Wirkung tun. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wenn wir schon im Urlaub sind, da kann ich auch danach mal wirklich zum Entspannen in den Pool. Weil auch das habe ich mir verdient. Nicht. Ich gehe in einen See, ich gehe in ein Meer, aber was soll ich in so einem Wasser machen? Nur, wenn ich Scheiß wieder definieren soll, dann würde ich sagen, fühlen wir mal da raus. Und bei so einem Wetter kann ich nicht im See gehen. Also Pools sind für mich wirklich das Schlimmste. Ich weiß nicht, was ich da... Ich meine, es kann sein, dass es Leute gibt, die sich da im warmen Wasser gern entspannen. Ich sag's da ganz offen, beim Hinschauen kriege ich schon einen Zeichenpilz. Pools haben erstens immer eine komische Temperatur. Sie sind jetzt zu lauwarm, das da drüben war irgendwie zu kalt. Das hat 17 Grad, spinnst du? Weil da hat er da Braunsinn mehr. Setz dich drauf, dann ist mir das Topf kalt. Ja. Wenn es zu warm ist, machen wir auch nicht rein, die Luft ist zum Schneiden. Ja, aber es gibt vier verschiedene Pools, das ja, hast du gesehen, oder? Das Pool ist generell nichts. Pool ist... Stinkt so künstlich. Ich mag ein Naturwasser. Ich will in den See reingehen. Was tut man in einem Pool? Als Kind schwimmt man. Genau. Ja, okay, das macht vielleicht Spaß. Man taucht. Ja, tauchen tue ich im See oder im Meer. Was soll ich da in einem Pool tauchen? Was sehe ich da? Fließen? Ja, aber dann holst du wieder Taucherflossen und die bemühen die Fantasie. Und dann schifft vielleicht einer ein. War das in die 60er Jahre nicht so, dass sie das dann rot einfärbt? Das hat sich rot eingefärbt. Das probiere ich jetzt gerne. Wisst ihr, wie lange man meditieren muss, damit man die ganze negative Energie, die Geli da akkumuliert, in so einem Moment wieder los wird? Und wenn, ganz im Ernst, ich empfehle der Geli mal ein bisschen Yoga und eine transzendentale Reise, damit sie vielleicht ein bisschen runterkommt in solchen Momenten. Mach die Augen zu. Stell dir vor, du bist woanders. Wo willst du gern sein? Am Klo.
Nein, kein gutes Bild. Wir fokussieren uns jetzt darauf. Ich hab das Gefühl, ich krieg einen Scheibenpilz. Ich krieg wirklich, ich merke, es juckt schon. Wieso redest du immer nur über solche ekelhaften Sachen? Eine Freundin von mir, die braucht nur die große Zehe in sein Wasser halten, hat schon. Ja, ich bin nicht diese Freundin, ich bin die Freundin, die jetzt passt. Ja, aber ich hab das Gefühl, jetzt gerade die Freundin. Oliver, bist du da sicher, dass wir da richtig sind? Geh, Günther, ich kenne mich da voll aus. Da um die Ecken geht der Radlweg weiter und es ist. Ich kenne mich aus, aber das Navi kennt sich nicht aus. Wir sind. Aha, nein, da sind wir falsch. Was heißt da? Da sind wir genau richtig. Günther, du hast es noch immer nicht verstanden. Du hast noch immer den Spaghetti-Klecks im Hirn. Das ist ein Radlurlaub und kein Badeurlaub. Los zurück, wir müssen weiterfahren. Oliver, mir zuliebe. Okay, eine Minute Pause. Die Neigungsgruppe Fahrrad hat dann eine Pause am Milchstättersee eingelegt. Das ist der schönste Radurlaub, den ich jemals gemacht habe. Nein, das ist ja nur ein Zwischenstopp. Aber das ist das Schöne an den Radtouren. Und glaub mir, Günther, wir sind mit dieser Art des Reisens voll im Trend. Weißt, spontan wo bleiben, am Tag fahren, am Abend jeden Tag eine andere Station. Das ist wie Kreuzfahrt, nur umweltfreundlicher. Das Problem war nur, aus der kurzen Pause wurde eine etwas längere Pause, weil es, also, ja, wir hatten technische Probleme. So. Wenn ich jetzt locker geschafft, aber nicht schnell aufstehe, dann bricht alles zusammen. Du hast jetzt rein, oder was? Hey, bist du verrückt? Ich habe Angst ums Mikro. Alter, das war das Anstrengendste vom ganzen Radurlaub, das Aufstehen. Ich hab Angst ums Mikro, jetzt kommt's mir jetzt. Ja, jetzt kommt's ja. Alter, ich meine, ich bin duschen, also ich kann mir das Knie brechen, ich hab Angst ums Mikro, oder? Das ist überhaupt das Beste. Du hast es jetzt erst verstanden. Ja, jetzt habe ich es. Das ist immer so. Ja, ja. Also die Klangschallentherapie habe ich ausgelassen, weil wenn man meinen Körper in Schwingungen bringen will, dann bitte nicht mit Klangschallen. Er hat da immer so Gong gemacht, ne? Und das kennst du sicher mit dem Hund, nicht? Pavlov, ne? Bei uns im Internat hat es nämlich früher auch immer gegeben, Gong beim Essen. Also, ich bin ein bisschen hungrig geworden. Aber wirklich langsam wegen dem Kreislauf, gell? Mhm. Die Klangschalen, das ist echt geil. Also, was die so auslösen, wie ich da fertig war mit der Therapie, ich war so wie. Das ist cool. Fad ist mir ein bisschen. In der Langeweile wächst die Kreativität. Du, ich mach uns einen Obstteller. Wie schneidest du einen Apfel auf? Ein Spalterl, dann kann ich ein Gesicht bauen. Obstteller ist fertig schon. Das ist ein Gesicht, Fleisch, ja? Ja, das ist die Frisur, Augen, Nase, Mund. Das Auge isst mit. In dem Sinn isst man sogar das Auge. Ja. Ob das nicht das neue ORF-Testbild wird. Das Orge war natürlich, wenn jetzt irgendjemand glaubt, dass nur mir Fahrt war. Nein, weil auch dem Seil ist Fahrt worden, nur der hat natürlich nicht die Eier, dass es zugibt. Weißt du, was das Herrliche ist, dass man einfach da sitzt und es muss nichts passieren. Ich glaube, weil es ist ja sein Urlaub. Hm? Na, so sitzt man nicht einfach so herum. Weil dann sitzt und dann denkst du, ah, diese Wegplatte wackelt, die gehört ein bisschen unterfüttert. Oder Rosen schneiden. Sind deine Rosen also verlaust? Mhm. Das, was man da nimmt, Schmierseife. Einfach kannst kaufen, Schmierseife ist quasi biologisch, kannst einsprühen, das wollen die Läuse nicht. Mhm. Du kannst auch Marienkäfer draufsetzen, die fressen das. Mhm. Hast aber dann vielleicht eine Marienkäferplage. Mhm.
Es wird schon viel Blödsinn gerade da, wenn der Tag lang ist. Oft sitzt in der U-Bahn und man hört so, was die Leute reden. Da denkt man sich, Wahnsinn, was die für ein Blödsinn reden. So Hausrezepte. Da habe ich das überhaupt mit der Schmierseife gehört. Hm? Fleischi, ich habe manchmal das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Mhm. Und was denkst du jetzt gerade? Bitte? An was du gerade denkst jetzt zum Beispiel? Ich glaube, es lebt alleine noch. Das ist eine berechtigte Frage. Auf unserem schönen Bauernhof oberhalb des Mittstädtersees ging dann dieser herrliche Tag zu Ende. Und weil es so schön war, habe ich mir gedacht, so Günther, jetzt habe ich noch ein Schmankerl für dich vorbereitet. Günther, du hast echtes Glück, das wollte ich dir nur sagen. Ich meine, du könntest jetzt genauso gut die Gruppe Wellness Hotel mit Eva Marold erwischt haben, aber nein, du bist mit mir auf Radtour. Wellness mit der Marold, das war voll klasse. Ja, ja, das sagst du jetzt nur so. Es gibt drei Sachen, die ich hasse. Fotobücher, Diashows und Computerfotoshows. Jetzt schauen Sie mal, mit was mich der Oliver belohnt hat. Und das ist Thailand, das ist einer meiner letzten großen Touren. Ich habe ihm dann meine Highlights meiner gesamten Thailand-Radtour, das sind 5 Jahre, als Computer-Photoshop präsentiert. Ich bin da in Bangkok gestartet, also zuerst mit dem Zug angereist. Aber ich bin da ganz ehrlich und sage, Günther, wenn es dir nicht mehr passt, dann sag was. Es kam kein Wort. Günther, du sagst eh, wenn es fad ist, gell? Das ist das goldene Dreieck. Und da kommen 3 Länder zusammen, Thailand, Laos und Myanmar. Und da habe ich einen ganz tollen Titel gefunden, Pantarei. Und genau das ist es, dieser konzeptionellen, bei diesem programmatischen Titel, Pantarei entlang der Flüsse. So, das ist dann schon etwas weiter nördlich. So, was machen wir jetzt? Du, meine Sonnencreme ist schon eintrocknet. Mhm. Die kann ich weghauen. Also wir gehen tauchen. Wasser und Kälte ist eine super Kombi, hasse ich ganz besonders. Ich wollte die Billy mit einem Tauchgang überraschen, weil ich glaubt habe, das taugt ihr. Ist aber nicht so, sie hasst kaltes Wasser. Es gibt aber einen super Trick. Dieser Moment, wo dir das Wasser einschießt, diese tolle Schicht, die dann angeblich so wahnsinnig warm wird später irgendwann. Die ja, habe ich bis jetzt nie gespürt. Da kann man in Neoprener manchmal ein bisschen so ein paar Tropfen rein. Bisschen. Wirklich jetzt, dann wird es da gleich warm. Das hilft. Ich geh mal das Niveau suchen. Nein, das sage ich wirklich, das empfiehlt dir auch jeder Tauchlehrer. Also ich habe das eigentlich ehrlicherweise bei jedem einzelnen Tauchgang bis jetzt noch gemacht. Ich nicht. Nie. Gelieb nicht. Nein. Wirklich nie. Und der Tauchlehrer, mit dem wir heute tauchen, der ist extrem erfahren. Also dem kannst du auch vertrauen. Da kannst du in Sicherheit wegen, da kann nichts passieren. Alle Leute hier vorne schreien. Oh! Alle Leute hier links schreien. Es ist nass, bitte fahr vorsichtig, ja? Ich fahr vorsichtig. Ich habe 2 Kinder und ich habe wirklich keine Lust. Ui, die Mami hat Angst um ihre Brut. Die Geli fährt wie eine gesenkte Sau. Ich meine, es ist wirklich, es war beängstigend. Was macht der? Der hält sich für einen Autobus. Ich habe Angst neben meinem Mann, aber die Geli hat ihn fast noch getoppt. Was? Können wir irgendwas machen? Also ich hab 2, 3 Sachen vorbereitet. Ich habe zum Beispiel vorbereitet Stand-up-Paddeln. Wie ist das noch? Ich merke, das macht dir Freude. Kannst du das? Nein. Wer stehen kann Stand-up-Paddeln. Ja, genau. Naja, sicher. Mhm. Na, der Seil hat sich dann eingebildet, dass wir wie ein paar junge Hupfer Stand-Up-Paddeln ausprobieren. Ich hab das noch nie gemacht, Seil. Vorsicht, du musst einmal bitte vom Ufer weg, dass du die Finne hinten nicht abreißt. Wir saugen. Also so kannst du mal sowieso paddeln, ne? Ja. Aber wir stehen jetzt auf, Fleischi. Warum? Ja, weil es ja Stand-Up paddeln. Stopp. Und der Name ist Programm. Nicht? Und ohne Stand-Up ist Stand-Up paddeln einfach nicht Stand-Up paddeln. Ah! Na bitte, Fleischi steht! Sondern Knie- oder Liegpaddeln, aber nicht Stand-Up-Paddeln. Jetzt können wir da schön rüber paddeln. Und das Schöne ist, man ist großartig, Fleischi. Ihr kennt ein Talent sofort. Und der Fleischi hat sich nicht ungeschickt angestellt. Ah! Gut, das kann immer passieren, auch den Besten. Na, das war's, oder? Lassen wir's. Also, das ist mir dann schon. Darf man sagen, am Arsch gegangen. Das ständige Einfliegen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Du stehst natürlich viel entspannter so.
Lappal oberhoi. Wie heißt das? Freak Cooking. Free Cooking? Sag ja, Freak Cooking. Und was lernt man da? Du lernst gesund zu kochen, ohne Fett, ohne Zucker, ohne Cholesterin. Ohne Geschmack, ohne Freiheit, schon klar. Komm, Christoph, hör auf zum Sudan. Ja. Das ist Bio. Das ist ja, gut. Bio. Bio ist Fleisch auch. Ich vermute, dass der Christoph gemeint hat, da wird ein Trump-Buffet aufgebaut sein mit lauter Köstlichkeiten der Region. Ja. Aber das war ja ein Detox-Wochenende. Also nur gesunde, kalorienarme Lebensmittel. Na schon, das ist gut. Ja. Das ist lecker. Super. So, gibst mir du den Schnittlauch noch her? Das Grüne, bitte. So, oder? Ja, ganz ehrlich gesagt, mir war das alles zu gesund. Und das war eher so Beilagen, ne? Mir hat das Richtige gefällt. So, die das Richtige, was reingehört, ne? Christoph, wenn du es richtig würzt, ja, dann ist das geschmackig und dann geht das Fleisch auch nicht an. Es geht da nicht an. Glaub mir's. Ohne Fett, ohne Zucker, was gesagt, ohne Salz. Ja. Eva, so wird das nichts. Warte. Ich komm gleich. Du weiter. Und dann habe ich mir so einen Koch angelacht und dann habe ich. Mein Arbeiter, der hat schon was organisiert. Hahaha, Zwiebel passt schon gut. Was? Zuerst das oder die Krammel? Zuerst den Speck. Krammel und Speck. Christoph! Eva, schatz, du wirst es lieben. Ja, du wirst es lieben. Ich schau das an. Ah. Ah. Ah, ja, gut, das danke. Das kleinere für die Dame, ist größer, ja, danke sehr. Das ist ein Diätkoch nach meinem Geschmack. Danke. Weißt du, was da gut dazu passt? Papier. Natürlich haben wir kein Bier getrunken. Ich bin nicht deppert, dann haben wir das ganze Detox-Wochenende zusammen. Schade, ich hätte eigentlich schon gerne eins getrunken. Ist ja ein flüssiges Brot, sagt man. Ne? In unserer ziemlich besten Urlaubsgeschichte geht es mit einem neuen Tag weiter. Und es war traumhaft, wunderschön, alle motiviert. Und dann habe ich unserer Vermieterin ein kleines Geheimnis anvertraut. Danke für den Kaffee, Hermann, der ist super. Ja, gern geschehen. Und wo ist der Günther? Der schläft noch. Ja, der ist ja klar. Der ist fix und fertig nach dem gestrigen Tag. Aber was ich nicht gewusst habe, war ehrlich überrascht, ich habe mich entschuldigt bei ihm. Der hat eine Wahnsinnskondition, bitte. Der ist ja mit dem Radl hier raufgekommen, mit dem Fahrrad. Ja, allerhand. Also das ist aber schon wirklich, ein gutes Stück. Ja. Und was macht es heute? Jetzt geht die Tour los und jetzt habe ich Überraschung für ihn. Weil er glaubt, wir fahren jetzt über Weißensee und auf den Trautal nach Lienz, aber dann geht's weiter. Und zwar über den Iselsberg. Der Iselsberg wieder zurück ins Mölltal, Winkeln, Heiligen Blut und dann, dann fährt der so, Günther. Mit, ihr wollt auf den Großglockner. Ja. Ja, super. Aber bitte, ja, nein, ich bin ganz leise. Das ist eine Überraschung für den Günther, dass er auf den Großglockner fahren darf. Ja. Da hat wer gelauscht. Ich wusste sofort, da stimmt was nicht. Hab das ganze Haus nach ihm abgesucht, aber der Leiner ist schneller, als er ausschaut. Dieser Großglockner, das ist so hoch, da geh ich sicher nicht hin. Alter, was rennt mir die ganze Zeit nach, oder was? Hörst du, du brauchst mich nicht mehr verfolgen. Ich bin draußen aus der Produktion. Ich habe fertig. Aber das ist nicht ziemlich bester Urlaub, das ist ziemlich geschissenster Urlaub. Ja? Ich gebe mir die Luftmatratzen. Also ich gehe jetzt baden. Badeurlaub, so wie es im Brief drinnen steht. Wieder schauen. Schleicht euch jetzt einmal. Entschuldigung an das ganze Filmteam, aber ich war so sauer. Ich meine, am Großglockner rauf, der springt ja dabei. Spannung pur, bei ziemlich bester Urlaub. Gelingt Günther Leiner die Flucht? Sie erfahren es gleich nach einer kurzen Pause mit Geli Niedetzki und Lilian Klebo. Hallo, grüß dich, Geli. Der Lois, mit Nachnamen Männer, ist ein Mann demnach und ist Tauchguide und Tauchlehrer und sehr routinierter Taucher seit, weiß ich nicht, 40 Jahren. Schwan, schreckliches. Ja, servus. Grüß dich. Ready for take off? Nein, nicht so.
Meinen Tauchschein habe ich nicht wie andere Leute irgendwo in schönen südlichen Gewässern gemacht, sondern im Neufelder See. Nicht so? Na, ich bin ganz viel getaucht. Das habe ich gemacht für die Soko Donau. Und ich bin eigentlich in jeder Donauau schon tauchen gewesen und irgendwo stecken geblieben. Und nein, danke, nicht in meiner Freizeit. Bitte. Schade, du wirst das versäumen. Du wirst echt was versäumen. Was ist denn da unten? Ja, und außerdem, ganz ehrlich, irgendjemand hat sich ja um die Maya kümmern müssen. Komm, Maya. Komm ein bisschen. So. Ich glaube ja auch, dass die Maya schon auch immer unter einem ziemlichen Druck steht. Ich meine, die muss ja da immer mit bei der Gele, ja? Schau, das Frauchen ist immer so ungemütlich. Wir machen es uns jetzt gemütlich, Puppe. Habe ich Mundgeruch? Verzeihung. Und bei mir kriegt sie einfach so diese gechillte Yoga-Vibe hoffentlich mit. Es ist angerichtet. Handschuhe, die tun wir zum Schluss anziehen und die flossen dann im Wasser. Ja. Insgesamt habe ich ungefähr 65 Tauchgänge schon absolviert in meinem Leben. Entschuldigung, ich muss da mal leider mal. Ja, ganz genau da. Genau da, wo sonst? Der Lois hat wahrscheinlich 8000. Es war am Attersee ein großer Schwan zugegen. Natürlich, weil die Billy ihre veganen Klumpert-Sachen da ausgepackt hat. Ich liebe Schwäne. Ich finde sie jetzt auch nicht so mega aggressiv, aber den meisten Leuten machen sie Angst. Die Maya hasst Schwäne. Das hat's, glaube ich, von mir. Ich mag Schwäne auch nicht. Die sind weder schön noch sympathisch. Und der Schwan ist nicht und nicht weggegangen. Elegant finde ich Schwäne auch nicht. Blöd sind die. Lachal über Hui in die Wogen des Sees. Ich stehe wie angegart. Das ist, weil ich nicht den inneren Frieden habe. Scheiße. Probier mal das, Fred. Vielleicht ist das besser. Nein. Aber das ist 50 plus, das ist deins. Ja. Ich finde, am Anfang war das Seidel ein guter Lehrer. Die Technik ganz gut erklärt, auch mir so, dass ich es verstanden habe. Aber es hat nicht lange gedauert. Es sind wieder so kleine Geistigkeiten durchgekommen. Das Badl geht runter! Das Badl geht runter! Ja, ich finde nicht, dass es großartig besser geworden ist, weil er ist super gefahren und ich war dauernd im Wasser drin. Vielleicht jetzt frage ich dich noch, was tust du denn? Nachschwimmen. Fläche, aufsteigen. Ha. Komm. Weißt du, was ich wirklich gern machen würde? Ich würde gerne irgendwo runterhupfen. Fahren wir springen. Aber wo? Wenn wir da ein Stück weiter. Ja, aber nicht. Ich möchte gerne mal gesehen haben, dass das schon mal gesprungen ist, weil ich habe keine Ahnung, wie tief das ist. Ja, das muss man eh schauen. Na ja, schauen. Spring du zuerst. Was wahrscheinlich die meisten nicht wissen, ich habe schon sehr starke Höhenangst. Also ab 2 Meter wär's es dann. Ich spring da sicher nicht, Fläche. Na gut, aber von der Klippe springen, also in 1000 Jahren nicht. Ja, ich bin ja nicht lebensmüde, vor allem nicht, wo ich ausverkauft bin. Ich spring da sicher nicht. Ah! Ist sie gesprungen von oben jetzt? Auf der anderen Seite ist das Mädel da gesprungen, jetzt steht da wie ein Weichei. Wir sollten das unbedingt machen. Das geht ja auch nicht. Seil, geht's dir gut? Es geht mir nicht gut. Es schaut vielleicht hoch aus. Das gebe ich schon zu. So, da sind wir wieder bei Günter Leiner und Oliver Bayer auf Radtour. Es geht Richtung Großglockner. Günter Leiner ist geflüchtet. Der Günter ist jetzt abgehauen, oder? Okay, sicher da runter zum Bahnhof. Auf? Ich hab's gewusst. Gut, ich muss seine Fährte aufnehmen und möchte nur sagen, ich beherrsche nicht nur Radfahren, ich bin auch ein Meister im Spurenlesen. Fußabdruck Günter Leiner. Käse, Leberkäse. Wir haben ihn. Da lang. Günther? Günther? Und dann habe ich ihn tatsächlich gefunden, bei einer seiner Lieblingsbeschäftigungen. In dem Moment wusste ich, jetzt muss ich ganz tief in die Trickkiste greifen. Günther. ORF 1 braucht dich. Wenn du mal in heiligem Blut bist, dann geht es zack, zack, zack. Wir wissen zwar nicht wohin, aber die Richtung stimmt. Du sagst unmöglich?
Aber ich sag dir, du wirst dich noch wundern, was alles möglich ist. Wir alle werden bald irgendjemanden kennen in Österreich, der auf den Großglockner geradelt ist. Du hast es auf dem Bauernhof geschafft. Ich möchte, dass du den Zuseherinnen und Zusehern etwas zeigst. Die Schönheit deiner Verfassung. Oliver, wir schaffen das. Die einzige Bedingung, sag mal Bedingung. Ja. Ich hätte jetzt wirklich gerne ein E-Bike. Ja, mir ist immer schlecht geworden, wenn jemand E-Bike sagt, weil sie die früheren Sendungen versäumt haben sollten. Und ja, ich habe mich dann breitschlagen lassen. Ich habe dann tatsächlich zugestimmt, dass der Güntherlein auf einem E-Bike weiterfahren kann und habe dann meinen Freund Christoph im Radgeschäft angerufen und habe gesagt, du, wir kommen. Christoph, ich kapituliere. So, sag's ihm, Moment. Christoph, gib mir bitte ein E-Bike. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ich hab schon eins hergerichtet für dich. Du, halt einmal, du hast dir nichts zum Tragen. Schau, machen wir eine Probefahrt damit. Schau, ja. Das taugt. Günther, pass ein bisschen auf, gell? Das ist jetzt echt flotter als das Rad, das du bisher gehabt hast. So habe ich alles im Griff. Okay. Günther! Das Reinspucken in die Taucherbrille, das ist wirklich amtlich. Also das ist jetzt, das macht wirklich jeder, das macht auch Sinn und das wirkt auch, damit es nicht anläuft. Das macht man einfach so, da gibt es überhaupt nichts anderes. Was willst du in dem Moment sonst machen? Ich war sehr froh, als ich den beiden so zugesehen habe, wie sie langsam versunken sind. Ich bin so glücklich, jetzt mit der Maya an Land zu sein und einfach ein paar Minuten Ruhe für mich zu haben. Also den Attersee kannte ich tatsächlich vom Tauchen, weil ich dort meine Tauchprüfung absolviert habe seinerzeit. Gut so. Schau, du bist gleich viel wärmer. Eine gute Position und dann tun wir uns ein bisschen. Ich habe zuerst einmal nur ungefähr einen Meter weit gesehen, sprich die gelbe Flosse vom Lois. Weiter unten war die Sicht besser und dann haben wir diese Pfahlbauten, die sind wir so von unten angetaucht, von unten nach oben. Da haben wir sogar direkt ein bisschen von oben einen Lichtkegel erahnen können von der Sonne. So ist fein. Oh, jetzt sind wir gut ausgerüstet, wir zwei. Es ist natürlich nicht wahnsinnig spektakulär, in einem See zu tauchen im Vergleich zu gewissen Ozeanen. Es ist was anderes. Die Sicht war leider Gottes sehr bescheiden. Er wollte sagen, beschissen. Aber er hat sich zusammengerissen, was er normalerweise nicht tut. Richtig. Trotzdem war es Action. Ja, warte, das Wort, aber ich bin ja gerade mitten im Gespräch. Ach so, Entschuldigung. Alles. Frau Harald, gell? Ja, hallo. So, bin ich hier. Ja, perfekt. Freut mich. Dankeschön. So, bitte gerne mal hier Platz nehmen. Genau, da gleich alles abstellen. Und ich lasse dabei in der Zwischenzeit das Fußbad für Sie ein, gell? Danke. Bitte einfach mal bequem machen, gell? Es ist eine Reinigung von innen und außen. Also innen hui, außen hui. Ich komme zur Verschönerung. Ja, perfekt, zur Maniküre, gell? Genau, Petra. Servus, bitte. Na dann. Perfekt, bitte Platz nehmen. Darf ich nur noch Kolumne? Ja, natürlich. So? Sonst sehe ich ja nichts, oder? Was ist das denn? Na ja. Ah, bin ich nervös erst. Das passt ja, oder? Siehst du, da hast du eine gute Einsicht, wenn du willst. Na ja. Ich habe ja nie verstanden, warum Frauen stundenlang das Badezimmer blockieren, nur um sich die Nägel zu machen. Deswegen würde ich mir das selber anschauen. Deswegen habe ich mir auch mal zu Maniküre, also zu Recherchezwecken. Ne? Jetzt pass auf, da habe ich immer sowas. Schau. Da wächst manchmal so ein Ding.
der was so aufreißt manchmal. Und jetzt schaut er eh gut aus. Ja. Aber dann wieder reißt er so auf, da die Haut und das tut dann weg. Siehst du das? Also direkt die Haut, ich sehe es. Siehst du das? Was ist das? Kann man das beheben? Ja, noch mehr eincremen und ein bisschen peelen. Gell? Und was du hin und wieder machen kannst, ist ein bisschen die Haut anfeilen. Bevor es reißt? Ja, genau. Sollen wir die Liege beheizen oder ist es warm genug? Es ist warm genug, ja, danke. Na, ich bin jetzt in so einem Alter, da ist mir immer warm genug. So, und jetzt tut er die Haut noch wegzwicken. Tut schon weh? Hast du ja gespürt? Das aber tut weh. Das tut schon weh. Oh. Oh, nix was Feines, hm? Was kriege ich? Handmassage. Boah, super ist das. Geh her, ich will dir deine Nagelpflege auf. Das ist ein bisschen wie ein Lack, gell? Was tust? Nein, nix, nix. Schau, dann glänzt der viel schöner, schau. Du tust mir die Fingernägel lackieren? Natürlich. Das ist nicht der Ernst. Hör auf! Sicher, schau. Ja, das kannst du. Nein, komm, schau, komm, Peter. Nein! Gescheit, nein, das tut weg. Bitte das weg. Aber nein, komm jetzt. Nein, ja, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und dann am Schluss die Fingernägel lackieren, genau. Bin ich der David Beckham? Das war, ist schon gut, danke, es ist super. Ah, wie kriege ich das jetzt? Das ist ein Nagellack, Petra. Ja. Ich kann nicht schauen, wenn mich die anschaut. Ich hab einen Nagellack. Alter! Danke, für, schreib mir's aufs Zimmer. Ja, mach ich, mach ich. Das springt ja. Muss man Köpfler machen? Nein, ach, kein Köpfler, oder? Nein, einfach an Batschka rein. Aber wenn ich, na, wenn komm, ich zum Beispiel tot bin, na, ja, dann spiel ich deine Auftritte. So schnell kann sich das Blatt wenden, nicht? Vor ein paar Minuten hat der Seil noch La Paloma gesungen und jetzt hat er schon einen Strich im Neopren. Ich hab auch, ich mag's einfach nicht. Bitte was? Ich mag's nicht. Ja, ich mag auch nicht campen. Und wir nein, das kann man so. Meine Alternative wäre gewesen, wir sitzen irgendwo gemütlich im Schatten und trinken ein kleines Bier. Ja, das haben wir eh schon öfter gemacht. So, und das ist das Ärgste, was jetzt kommt, nämlich jetzt oben stehen und schauen. Das ist nicht so schlimm, da runter? Es ist gar nichts. Na, wir schauen mal der Maria zu. Ja. Okay. Mit Anlauf macht sie das. Dusch. Siehst du? Eins, also, zwei, drei, busch. Ich war ja an sich Paragliden und Bungee-Jumpen. Aber wenn ich sehe, wo ich stirb, vielleicht war es das. Nein, das wird ein tolles Erlebnis. Wie viele Meter sind das? Das wird ein zwei. Es waren jetzt keine zwei Meter, es waren gefühlte mehr. Filmen wir da runter, die Leute glauben, ich bin ein Weichei. Da sind schon Menschen gestorben. Ja, an Altersschwäche. Weil so lange gewartet haben. So lange gewartet. Nein, weißt du, was man machen muss? Man darf nicht vorne stehen. Du darfst nicht vorne stehen und schauen. Du musst hingehen und zack springen. Nein, ich mach das jetzt. Ich bin zu lang gestanden. In unserem ziemlich besten Urlaub kam es an dieser Stelle zu einer dramaturgischen Wende. Aber es geht weiter. In den nächsten Szenen sehen Sie dann einen E-Biker und einen echten Radfahrer. Super war das. Und ich habe nie mehr gesudert. Oder ein bisschen weniger. Herr Oliver, es ist so heiß. Das ist der Wahnsinn. Günther, bitte, immer musst du sudern. Erst drängst, jetzt ist wieder heiß. Ja, aber mir brennt die Sonne am Schädel. Ja, das ist der Grund, warum ich immer so ein Tuch aufhabe. Aber bevor ich so einen schönen Fetzen aufhabe, da gibt's Besseres. Naja, wenn's du meinst. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Na, Günther. Günther, du setzt jetzt, wenn wir weiterfahren, aber den Helm auf, oder? Nein, es ist viel angenehmer. Es Günther, du kannst nicht ohne Helm fahren. Warum du weißt, nicht? Nein, das lernst du schon beim Helmi. Wer Hirn hat, sollte es auch schützen. Na gut, aber dann brauche ich keinen Helm. Aber dir zuliebe, dann nehme ich halt wieder den Helm. Und so hören wir jetzt auf, oder? Schau, wie schön der Bach rauscht. Ich meine, gibt es noch andere Urlauber von den anderen, die spannendere Geschichten haben?
dieses Wissen, ich muss jetzt da springen, ist ein Unding. Und ich habe das Gefühl gehabt, mir wird schlecht und meine Knie so Ding. Das geht nicht. Mir rutscht das Herz in die Hose. Du schaffst das, Schatzi. Weißt du, wenn es da oben mal rauspulsiert, dann ist es ganz geschissen. Ja, dann tupf nicht. Es war im Gesamten dieses Urlaubs schon ein sehr schöner Moment für mich, dass er mal was machen hat müssen, was er nicht so taugt hat. Wobei so kurz vorm Zittern hat er mir dann schon Latern. Also darum, die hat wirklich geschäbert wie ein Kluppensackel da oben. Ich will nicht zwingen, sehr Plätze. Doch, ich muss jetzt hupfen. Nein, man muss nicht mehr so überreden, wenn er nicht will. Aber kaum im Wasser. Schon wieder die Pappen offen. Jetzt schau's, Fläche, hä? Super! Das ist halt das Seil. Und jetzt gehen wir auf ein Glanz 4. 1, 2, 3! Und er taucht auf! Jawohl! Und das ist das Lässige am Camping. Und das ist das Schöne am Camping. Ich bin schlafrig nach dem Essen. Liegt es so im Magen, Christoph, ja. So an Digestiv zum Verdauen? Das ist so. Das ist Medizin. Medizin. Das ist Medizin. Kräuter. Kräuter, Essenz. Das hat der Maître vorher gesagt. Nein, Garçon hat das vorher gesagt. Ja? Essenz, hat er gesagt. Ja, Essenz. Kräuteressenz. Dialog. Ein Dialog von Kräutern zum Verdauen. Genau. Ja. Sagst du, Fräulein? Fräulein? Nach so aufregenden Tag, wo man so wahnsinnig viel erlebt hat, wie Maniküre, Pediküre, landet man unweigerlich an der Hotelbar. Aber wir haben nichts getrunken. Fast nichts. Das ist Medizin. Was? Das ist Medizin. Das ist erlaubt bei uns. Das ist erlaubt. Hat keine Kalorien, eigentlich hat es keine Kalorien. Wie schon? Scheiße drauf, Prost, Evica. Mann, das ist wirklich gut. Ob bei dem ist dann blim. Zum Wohl. Das ist wirklich nichts, oder? Mm. Mehr haben wir denn wirklich getrunken. Danke, Fräulein, danke. Siehst. Weißt du was, Eva? Ha. Bei dem ist dann echt blim. Ananas hat übrigens negative Kalorien, weißt du das? Negative Kalorien. Ja, entschuldige. Wer nicht mindestens einmal im Urlaub betrunken ist, der war nicht im Urlaub. Hast du, Eva, ich habe jetzt noch gerechnet, so überschlagsmäßig in meinem Kopf. Wir müssen jetzt. Das ist ungefähr 7 Jahre, 10 Monate, 3 Wochen, 4 Tage und 18 Stunden trainieren, um das alles abzubauen. So lange lebe ich nicht mehr, Christoph. Gäh. Eva, wir haben jetzt 3 Tage Detox gemacht, wir werden 100 Jahre alt. Fix. Ah, scheiß drauf, Prost. Oh. Ah. Nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich aufs Zimmer gekommen bin. Jeden Abend nach dem Abendmahl machen die Geli und ich genau das, was wir am besten können. Herumliegen, Fernsehen und blöd reden. Maschlawina! Dostrowski! Ah, was ist das? Das Gesicht hätte ich mal gemerkt. Na, die Blonde ist gut. Das muss doch mal so spülen. Die Blonde ist gut. Die ist sogar sehr gut. Die Blonde ist gut. Ein bisschen kannst du das nicht spielen. Nein. Das ist jetzt auch nicht der Ernst. Die Blonde, die gefällt mir. Die Helle. Die Helle. Vom Flughafen nach Baden. Die Blonde. Und die Blonde.
Blonde. Nein, die andere. Von dir aus oder von mir aus? Nein, von denen aus. Nein, aber das ist schon die andere. Na, die Blonde. Die Linke. Gut, ist aber jetzt genug mit dem Eigenlob. Ich meine, wir sind beide Top-Schauspielerinnen. Aber für eine Romy hat es halt bei uns beiden noch nicht gereicht. Viele Nominierungen, nie eine Romy. Und das Lustigste war, beim letzten Mal hat mein eigener Mann in meiner Kategorie die Romy verliehen. Schatzl, sei mir nicht böse, wenn du es nicht kriegst, okay? Den ganzen Saal schon so alle zu mir so. Und die Romy geht an Adele Neuhauser. Es war wirklich so, dass wo ich mit der Romy abgeschlossen habe innerlich, sage ich nur. Ich war dann ein bisschen traurig, weil wenn schon mal der Mann da oben steht, Das wäre romantisch gewesen. Das ist so eine Geschichte, die kannst du deinen Kindern erzählen. Ja, die Geschichte brauchst du halt nicht erzählen. Geht nicht. Aber ich weiß es. Irgendwann, da wird der Tag kommen. Ich werde auf der Bühne stehen. Und dann bekomme ich von der Adele Neuhauser und der Uschi Strauß die Romy überreicht. Komm, mach aus. Das sind ja die Klebo und Niedetzki für das Spiel gewesen, oder? Du warst sensationell. Sensationell. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau Niedetzki. Ich hau übrigens aus in der Nacht. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht war es gescheiter, so setzt du den Helm auf. Oh Gott, ich hab gedacht, ich kann mal eine Nacht immer den Helm. Das ist eine gute Idee. Eine Nacht wollte ich schlafen, ohne dass mich wer haut im Schlaf. Weißt du, wie so Kinder ausschlagen können in der Nacht? Mit Füßen, mit Händen. Du hast größere Hände als mein Kind, ich hab Angst. Bist du sicher? Ja. Ein bisschen wie mit Lockenwicklern schlafen, oder? Also mit so einem Bergsteigerhelm schlafen gehen ist zwar wirklich ungemütlich und schaut auch megamäßig bescheuert aus. Also, gute Nacht. Aber es hat in meinem Falle wirklich Sinn gemacht.